Mein Soundmodul für meinen Siegtaldom, den kennt ihr ja schon. Und heute zeige ich euch eine Weiterentwicklung für weitere Projekte. So, ich zeige euch hier heute eine Weiterentwicklung meines MP3 Soundmoduls, was ihr ja schon kennt, für den Siegtaldom. Hier eine Erweiterung, das sieht jetzt erstmal sehr nach Chaos aus, ist es aber nicht. Ich habe hier eine Fernbedienung, eine kabelgebundene Fernbedienung, da ist ein Joystick drin mit einem selbstgedruckten Handhalter, den ich so in die Hand nehmen kann und nach rechts und links diesen Joystick bewegen kann als Taster, quasi der ein Schalter oder ein Taster ersetzen soll. Wenn ich ihn halte, habe ich eine Schaltfunktion, eine längere, lasse ich ihn los. Oder einmal nur kurz bewege, ist es eine Tasterfunktion. Ich habe hier den Arduino Uno, der für den Taster ist, zuständig ist. Und ich habe hier einen Arduino Nano, der für dieses MP3-Modul, was ich selbst gebaut habe, zuständig ist. Warum das Ganze? Der Joystick spricht hier über den Uno diese Relais an, die sind vorgeschaltet mit Oktokopplern. Ich habe diese Relais hier gewählt, um eine Trigger-Auslösung zu machen, die auf diesen Arduino Uno gehen und dann letzten Endes das SF0299 MP3-Modul initialisieren. Da ist eine Karte drauf, insgesamt 4 Sounddateien, Bahnhofsdurchsagen. Warum arbeite ich hier mit dieser Relaiskarte? Weil ich an diesen 4 Ausgängen noch weitere Verbraucher anschließen möchte, also 5 Volt Verbraucher oder weitere Arduinos, die irgendetwas anderes auf der MOBA in Gang setzen. Zum Beispiel, wenn ich eine Durchsage mache, dass eine ganz bestimmte Werbung auf einem TFT-Display abgespielt wird oder auf dem Bahnhofsvorplatz sich ein Karussell dazu dreht. Das sind jetzt nur Beispiele von vielen, wo ich Möglichkeiten habe, hier noch weitere Verbraucher anzuschließen, die auf ein Tastsignal reagieren, ähnlich oder fast genauso wie dieser Arduino dem MP3-Modul im Befehl gibt, einen ganz bestimmten Sound abzuspielen. Deswegen diese etwas kompliziertere Art und Weise, die geht auch einfacher. Das alleine hier hätte genügt mit ein paar Schaltern. Dann hätte ich schon eine digitale Möglichkeit gehabt, von dem PC über den über die Arduino IDE, über den seriellen Monitor auf diesen Arduino Uno zuzugreifen. Aber wichtig ist bei dieser Schalte, dass ich hier eine galvanische Trennung zum einen habe und zum anderen hier noch weitere Verbraucher anschließen kann. So, jetzt gebe ich mal Strom auf das Konstrukt und ihr seht, dass der Uno und der Nano initialisiert werden. Hier oben sind also LEDs, die uns den Zustand der Relais anzeigen. Das leuchtet nicht, deswegen ist das geöffnet quasi, es ist kein Kontakt da. Und jetzt kann ich hier mittels dieses Joysticks hier einen Sound auslösen. Fangen wir mal mit dem nach oben an. Ich hoffe, man kann das hier ein bisschen hören. So, das war jetzt eine Ansage. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch die Möglichkeit, 3 weitere Ansagen zu machen. Ich habe das jetzt ausgeschaltet. Diese Ansagen sind ein bisschen lang. Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Und so habe ich die Möglichkeit, wie gesagt, meinen Besuch, wenn ich Besuch habe, oder natürlich auch selber den Joystick in der Hand zu nehmen und eine Bahnhofsansage zu starten,
und damit später über die Relais verbunden vielleicht noch weitere Aktionen auf der MOBA in Gang setze. So, jetzt zeige ich euch noch am PC, wie ich diese Bahnhofsansagen gemacht habe. Die habe ich jetzt nicht irgendwo aufgenommen, sondern die habe ich am PC konfiguriert, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe die Bahnhofsdurchsagen folgendermaßen konfiguriert und erstellt. Ihr geht auf die Internetseite freets.com und dann eröffnet sich hier ein Feld. Es ist ein bisschen Werbung dabei, müsst euch nicht dran stören. Und hier könnt ihr einen, das könnt ihr hier unten wegblenden, einen beliebigen Text eingeben. Hallo Leute am Bahnhof. Hören wir mal das als Text. Dieser Text ist in der kostenlosen Version auf 5000 Zeichen begrenzt. Und das ist eine ganze Menge. Das reicht eigentlich. Man kann dann ja später an einem anderen weiteren Programm, was ich euch hier noch vorstelle, die verschiedenen MP3-Files aneinander reihen und zusammenschneiden. Also wir sind natürlich, wir wollen die deutsche Sprache haben. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, einmal eine männliche Stimme und zwei weibliche Stimmen auszuwählen. Standard A und Standard B habe ich nicht ausprobiert, da kann ich nichts drüber sagen, ob die sich toll anhören. Wir nehmen mal Female, die Wiki, und klicken hier ganz einfach auf Convert to MP3, und dann haben wir hier die Möglichkeit, uns das anzuhören. Da verzichte ich jetzt aber drauf, weil das von der Qualität her nicht besonders rüberkommt. Ihr könnt dann ganz einfach diesen MP3-File Hallo hier Leute am drauf Bahnhof. klippen, und dann erscheint dieses Fenster, und dann macht ihr ganz einfach nur noch Audio speichern unter und speichert euch diesen MP3-File unter Downloads oder an eurem Ordner eurer Wahl einfach ab. Ihr gebt hier einen entsprechenden Namen ein: Bahnhof. Hofsdurchsage 1 als Beispiel. So, Unterstrich 1. Und dann ist das gespeichert. Und jetzt geht's ins nächste Programm, weil ihr wollt ja diesen Ton noch ein bisschen schöner machen. Der klingt ja nicht so berauschend. Und da geht's jetzt gleich weiter. So, wir bedienen uns da ein recht umfangreiches Tool, das da heißt Audacity, und den eben heruntergeladenen MP3-File, den öffnen wir jetzt mal eben. Jetzt muss ich mich erstmal hier selber orientieren. Da haben wir die Bahnhofsdurchsage, und dann erscheint das hier. Dann können wir uns das hier schon mal vorhören. Hallo Leute am Bahnhof. So, das hört sich ziemlich. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich kann leider nicht hier in das Mikrofon sprechen und euch auch einen sauberen Ton bieten, aber ihr könnt euch. Ich will euch auch nur erklären, wie dieses Programm funktioniert, wie ihr das entsprechend verschönern konntet. Wir wollen da jetzt mal so den Bahnhofshall reingeben, so der Hall einer größeren Halle. Dann machen wir Doppelklick auf diese Grafik und gehen hier auf Effekte, und dann haben wir hier den Hall. Das kann man hier dann alles noch einstellen, wie stark der Hall sein soll, wie groß der Raum simuliert werden soll, und hier die Tiefe und die Höhen. Das sind so die beiden, wo man am meisten mitspielen kann. Hallo Leute am Bahnhof. Vielleicht habt ihr es eben gehört. Und dann drücken wir es auf OK und können dann auch noch andere Sounds hier drunter legen. Zum Beispiel, wenn wir uns eine weitere Tonspur, eine Monotonspur hier reinsetzen, können wir dann hier noch weitere Sounds. Mir liegen jetzt hier keine weiteren Sounds vor, aber hier könnt ihr noch einen weiteren Sound mit reinspielen und könnt das dann dementsprechend hier exportieren, als MP3 exportieren. Und wenn ihr das gemacht habt, das klicken wir jetzt auch auf Speichern. Ja, wir wollen den ersetzen. Okay, dann haben wir hier auch okay, und schon haben wir dann den entsprechenden Soundfile hier in unserem Download-Ordner, den wir uns jetzt mal anhören können. Hallo Leute am Bahnhof. So, das war ein relativ kurzer. Hallo Leute am Bahnhof mit Hall. Man kann da jetzt auch noch diese typischen Bahnhofshallengeräusche untermischen. Um euch Audacity zu erklären, bedarf es jetzt dann auch viel mehr Zeit. Vielleicht mache ich das mal in einem anderen Video, um euch dieses
tolle Tool, was kostenlos herunterzuladen ist, zu zeigen, um euch Bahnhofsansagen selber zurechtzumischen. Ja, das war ein kleines Tutorial, um euch zu zeigen, wie man weitere Soundmodule bauen kann. Dieses Soundmodul, was ich euch heute gezeigt habe, soll ausschließlich dazu dienen, dass, wenn ich Besuch habe, dass die mal etwas in die Hand bekommen und etwas selbst an der MOBA auslösen können. Ich finde das immer ganz toll, wenn ich zum Beispiel ins Miniaturwunderland nach Hamburg fahre, da irgendwelche Knöpfe drücken kann und auf der Anlage entsprechend irgendetwas auslöse. Deswegen auch diese etwas kompliziertere Schaltung. Wer Interesse hat, sich das nachzubauen, kann sich gerne an mich wenden. Ich werde ihm alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung stellen. Warum ihr euch wundert, warum ich mitten im Sommer hier oder fast Sommer mich melde, obwohl ich eigentlich Urlaub habe. Ich musste meinen Urlaub abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Deswegen habe ich mich wieder so ein bisschen an die Modellbahn gesetzt und ein bisschen was gebastelt. Im nächsten Video, was ich euch zeigen werde, gibt es ein weiteres Soundmodul, was von MOBA LED-Lib kommt. Endlich haben die Jungs da den Durchbruch geschafft, hoffe ich zumindest. Es gibt dort eine neue Platine und wie die eingesetzt wird und zusammengelötet wird, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Tom. Tschüssi.